Ja, aua. Wie ihr seht, manchmal passieren auch ein paar kleine Unfälle. Und ja, in dem Fall war es ein Rosenstrauch, der schön quer über den Weg hing und ich so schön konzentriert war mit den Filmen und ich dazu auch noch eine kurze Hose anhatte, dass ich da ja schön reingelaufen bin. Was habe ich daraus gelernt? Gehe nicht mit einer kurzen Hose ins Lost Place, sondern ja, zieh dir meine lange Hose an. Das hilft dann vielleicht auch gegen andere Probleme, wie zum Beispiel. Hatte ich ja auch gleich drei Zecken am folgenden Abend gefunden an mir und ja. Ja, ich werde jetzt wohl demnächst immer nur noch eine lange Hose anziehen. Ja, jetzt aber erstmal ein schönes Morgen Morgen an euch und ein herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr es ja gerade schon gesehen habt oder auch schon gehört habt, war ich unterwegs in einem Lost Place, mal wieder. Vielleicht die meisten von euch werden sich jetzt fragen, warum schon wieder? Ja, eigentlich bin ich schon sehr lange in Lost Place unterwegs. Eigentlich, ja, so lange schon, wie ich zurückdenken kann, weil irgendwie, egal wo ich bis jetzt gelebt habe, immer waren um mich herum leere, verlassene Gebäude, Fabriken oder Werksgelände, in denen ich ja auch schon seit ich hier kleines Kind war, rumgelaufen bin. Also könnte man sagen, ich bin eigentlich mit Lost Place aufgewachsen. Aber ich habe mich jetzt erst vor kurzem entschieden, das Ganze zu filmen und das dann euch auch zu zeigen. Deswegen ist das eigentlich jetzt auch mein erstes Lost Place Video. Der Start war nicht ganz so gut. Ja, warum, das werde ich euch gleich zeigen.
Aber zuerst mal ging das Ganze halt wie immer bei mir los. Ich habe da ja diese wundervolle Karte, wo alle Lost Places auf der ganzen Welt eingetragen sind. Die meisten von euch werden sie kennen. Da habe ich mir dann halt ja wieder ein schönes Objekt rausgesucht. Das größte Objekt in diesem Bundesland angeblich. Bin dann auch ja, dahin gefahren, schön mit dem Zug, 1,5 Stunden. Bin dann noch 3 Kilometer gelaufen, bis ich dann auch da war. Und ja, dann war auch schon die Enttäuschung eigentlich sichtbar. Ich bin da angekommen, erstmal komplett eingezäunt. Dann kam auch schon direkt der Security-Mann, der ist dann da irgendwie seine Runde gefahren und hat dann da auch seine Kontrollgänge gemacht an den Eingangstore. In der Zeit bin ich einmal ringsrum gelaufen, war dann irgendwo auf der Rückseite von dem Gelände, Gebäude, was auch immer. Stand da nur so, hab mal leicht gefilmt, wie ihr das jetzt hier gerade in der Szene gesehen habt. Ja, und schon kam auch die Polizei. Ja, nach einem kleinen Gespräch mit der Polizei, die mich darauf hingewiesen hat, dass hier auf dem Gelände ich auch nicht lang gehen darf, obwohl eigentlich am Anfang dieses Gelände, da so weiter hinten, stand ein Schild, benutzen dieser Fläche auf eigenem Risiko. Ist für mich jetzt kein Verbot, also. Aber ich habe dann schön zur Polizei, ja, alles klar, meine Schuld, bla bla bla, und bin gegangen. Ein bisschen später bin ich dann halt nochmal ums Gelände rum und nochmal ums Gelände rum und nochmal ums Gelände rum, hab an der Tür geguckt, an dem Fenster geguckt, hab überall geguckt, bin nirgendwo reingekommen, hab nichts gefunden, kein Fenster offen. Es war halt einfach keine Möglichkeit da, in dieses Gebäude reinzukommen, ohne irgendwas aufbrechen zu müssen oder einbrechen zu müssen, aber ja, das ist einfach nicht das Ziel, das sollte auch keiner von euch machen. Meiner Meinung nach werden diese Lost Places eh schon zu sehr zerstört von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Touristen, Lost Place Besucher, halbstarke Jugendliche, keine Ahnung, die da alles zerstören müssen, alles mit Graffiti vollsprühen müssen. Ja, deswegen habe ich mich dazu auch entschieden, euch jetzt direkt in den Videos keine Location zu nennen. Ich werde euch also nicht direkt sagen, wo ich bin. Ich werde euch auch nicht den Namen von diesen Lost Places nennen. Viele davon haben ja immer online auch schon irgendwelche Namen bekommen, weil ich einfach verhindern will, dass jetzt irgendjemand dorthin geht und noch mehr zerstört. Klar gibt es jetzt auch Leute von euch, die das auch alles ganz vernünftig dort handhaben, einfach nur da sind, um das einfach zu gucken, was da ist, dieses Feeling zu haben daran, auch zu filmen und so, aber ich kann es leider halt, wenn ich es jetzt öffentlich sage, nicht raus will, dann wer von euch halt nun ja ordentlich vor Ort umgeht und wer nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach keine Orte zu nennen. Trotzdem will ich euch mal kurz diese Karte, die ich habe von den Lost Place, diese Weltweitkarte, will ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt von der Deutschlandkarte zeigen, damit ihr mal seht, was in Deutschland alles gibt. Die ganze komplette Übersicht mal von Deutschland, dass ihr mal so einen kleinen Anhang seht, was es alles eigentlich in Deutschland gibt. Natürlich werde ich jetzt so ein paar Stellen zensieren, dass ihr jetzt auch nicht euch irgendwie auf die Karte, ja, downloaden oder keine Ahnung, irgendwo anders herbesorgen könnt, weil das wäre dann natürlich auch wieder genau das Gegenteil von dem, was ich will, denn ja, wenn ihr wisst, wo das alles ist, dann könnt ihr auch genauso reingehen. Ja, jetzt erstmal schnell die Karte. Ja, und wie ihr seht, ganz Deutschland ist eigentlich wie ein roter Teppich. Es gibt so viel zu entdecken. Vieles auf der Karte ist natürlich auch schon abgerissen worden, ist nicht mehr zugänglich, aber ja, das meiste ist trotzdem noch zugänglich. Und somit habe ich auch noch einen Haufen Arbeit. Was ich noch gerade euch bei der Enttäuschung zeigen will, ist, dass dieses Lost Place auch Kamera überwacht wurde. Aber
Zu 80% bin ich mir sicher, dass diese Kameras Dummies sind, nicht echt, weil ja, man sieht auch vielleicht diese großen, riesen Schilder und drunter direkt Kamera überwacht und über jeden Schild gefühlt eine Kamera. Und das ist schon, ja, Erfahrungssache eigentlich, ja, meistens fake. Nicht 100%, aber zu 80% ist es fake. Trotzdem habe ich es jetzt nicht riskiert, weil, wie gesagt, ich möchte nicht so einbrechen, weil, ja, ich will die Videos ja auch öffentlich bei YouTube zeigen und wenn man da jetzt sieht, wie ich irgendwo einbreche, dann werde ich auch demnächst irgendeine Post im Briefkasten haben, aber es ist nicht meine Absicht, irgendwo einzubrechen, etwas kaputt zu machen, bla bla bla, deswegen immer schön human, wenn man nicht reinkommt, dann kommt man halt nicht rein, wenn eine Tür offen ist, dann, ja, ist es halt eine Grauzone. Ja, nach der Enttäuschung habe ich mich auf der Karte weiter umgesehen und habe eigentlich nicht weit entfernt ein nächstes Lost Place gefunden, wo ich dann auch direkt hin bin. Und es war keine Enttäuschung. Und somit möchte ich euch jetzt direkt das Video von dem nächsten Lost Place zeigen und ja, gebe euch nochmal mit auf den Weg. Wenn ihr sowas macht, bitte verhaltet euch ordentlich. Nichts kaputt machen, nichts besprühen. Vor allen Dingen auch nichts anzünden, weil immer wieder sieht man, dass diese halben Lost Places abgebrannt sind. Ich weiß nicht, wo das Interesse bei euch immer dran liegt, also bei denjenigen, die das machen, was ihr davon habt. Für die Leute wie ich oder andere, für denen das wirklich ein Hobby ist, die damit auch sehr ja, vernünftig umgehen, ist es natürlich jedes Mal, wenn man sowas sieht, immer schlimmer. Denn es wird immer mehr bewacht, immer mehr abgesperrt, immer mehr Sicherheit, Security und was weiß ich nicht alles. Und für uns, die das gern als Hobby machen, ist es damit immer, immer schwieriger, irgendwo noch reinzukommen. Ist einfach so. Ihr macht damit uns das Hobby kaputt. Also lasst es einfach sein. Geht einfach damit ordentlich um. Habt einfach Spaß daran, wie es ist. Guckt euch an, was noch drin ist und lasst es einfach ganz. Ja. Und das war's jetzt schon erstmal und jetzt würde ich sagen, starte ich direkt das Video und hoffe, ihr habt Spaß beim Gucken und ja, Video ab. So, jetzt muss ich aber auch mal etwas flüstern, weil wir haben hier gleich nebenan sehr viele Gehwege und hier sind auch gerade sehr viele Menschen unterwegs. Wir wollen ja nicht gleich wieder, dass die Security uns wieder rausschmeißt. Schon echt lange leer. Guckt euch nur an, wie hoch das Gras ist. Boah, diese Garagen, das wäre ein Traum. Ich suche auch schon seit langem eine Garage für mein Auto, aber ich finde einfach nichts. Die wäre perfekt. Schade, schade, schade. Aber man sieht auch so, dass dieses Gebäude schon etwas länger leer stehen muss, weil ja, pflegebedürftig ist es auf jeden Fall. Hier haben sie schon die Scheiben eingeschlagen, alles mit Brett dazu genagelt. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier rein. Boah, hier stinkt schon irgendwie voll verbrannt wieder. Oh, da. Ja, dieser ganze Raum. Oh, hier hat es ordentlich gefeuert. Aber ich glaube, ich habe das auch vor kurzem gelesen, dass hier ein Brand war, dass hier ein großer Feuerwehreinsatz war. Alter, dieser Innenhof. Guckt euch diesen Innenhof an. Ansonsten gibt es jetzt hier nichts weiter zu sehen. Alle Räume scheinen echt schön leer zu sein. Man sieht natürlich wieder diese ganze sinnlose Zerstörung überall. Ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt erstmal die Treppe runtergehen, damit ich erstmal einen Überblick habe. Ich habe ja jetzt im zweiten Stock angefangen, oder bin im zweiten Stock rein, besser gesagt. Boah, hier liegt überall Geröll rum. Ich werde mir noch den Fuß heute brechen. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
eins in den Raum füllen, das wird in das Video springen. Aber die Räume sind eh fast alle leer. Deshalb steht hier irgendwie so ein Wohnkomplex, irgendwie, dass jeder Raum war bestimmt ein Zimmer von den Bewohnern. Hier ist wieder ein Brett vorgenagelt, haben sie auch wieder die Scheibe eingeschlagen. Jetzt bin ich hier wieder in diesem großen Raum, keine Ahnung. Aufenthaltsraum oder Besucherraum, Kantine, ich weiß es nicht. Hier auf jeden Fall wieder ein Eingang und das scheint dann wieder hier ein, keine Ahnung, anderer Eingang zu sein oder vielleicht hier hat sich die Scheibe schon da eingeschlagen. Wieder ein Brett davor genagelt. War das aber einfach der Empfangsbereich für die Besucher? Oh, hier ist wieder der Innenhof, bloß von der anderen Seite diesmal. Also jetzt von unten. Der sieht richtig gut aus. Da werde ich jetzt auch gleich rausgehen, aber zuerst doch mal gucken, was hier links ist. Und da ist schon wieder ein Flur mit vielen Zimmern. Da hinten ist viel. Werde ich aber erstmal versuchen, hier irgendwie drunter durchzukommen und das Ganze mal von außen zu filmen. Kopf runter. Boah, Alter. Also das war bestimmt mal richtig schön hier. Standen bestimmt mal alles Bänke und Stühle und dann haben wir Kuchen hier draußen gegessen, Kaffee getrunken. Boah, und hier ist schon wieder ein Gang mit Zimmern. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt den Überblick behalte. Ich weiß. Guck dir diese ganzen Zimmer an. Dass alles Wohnungen waren oder Schlafzimmer, müssen hier echt viele Leute gewohnt haben. Das war übrigens mal ein Altersheim. Da ich das ja noch nicht erwähnt habe. Also das ist ein altes Altersheim, wo wir hier sind. Hier ist auch wieder eine Tür gewesen. Da sind Fliesen links, das war dann bestimmt mein Bad. Oh, guck mal, noch eine Scheibe, die intakt ist. Trotzdem sein Brett vorgenommen. Ach nee, das doch nicht, das sah nur so aus, die ist doch kaputt. Dann gehe ich mal wieder zurück, dann sehen wir wieder schön den Innenhof. Oh, das ist glaube ich das Schönste hier. Da werde ich mich mal in die Sonne legen und bräunen. Also als Urlaub in der Karibik. Oh je, die scheinen noch ganz. Doch mal nicht alles zerstört von diesen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Leute nennen soll. Auch schön diese Treppe, die hochgeht in den zweiten und dritten Stock. Da werden wir dann auch gleich nochmal hochgehen. Gehen wir erst hier weiter. Diese Gänge, die gucken so unendlich lang. Hier haben wir auch wieder eine Tür. Ist auch wieder alles eingeschlagen. Ist auch schon gebrochen, aber irgendwie ist die Tür trotzdem zu. Boah, Leute, guckt euch diese Badewanne an. Krass. Die hat bestimmt mal ordentlich Geld gekostet. Sprüht. Auch wieder ein sehr großer Raum. Hier ist wieder ein Gang mit vielen Zimmern. Oh mein Gott. Und hier, was ist das? Hier sind Toiletten. Hier auch. Also bestimmt einmal Herren und einmal Damen. Und dann ist der Raum hier, der große, bestimmt auch wieder irgendwie ein Aufenthaltsraum, wo sie vielleicht ihre Spiele gespielt haben oder Fernsehen geguckt haben. Aber hier müssen wir jetzt erstmal vorsichtig sein. Da draußen ist nämlich gleich direkt der Weg von dieser Tür. Ich gehe trotzdem mal kurz hin. Ja, und da seht ihr schon den Fahrradweg, wo die ganzen Leute langlaufen. Aber jetzt gerade kommt keiner.
Aber die Scheibe hier ist noch intakt. Das steht daran, dass sie direkt an der Straße ist. So, dann haben wir hier auch wieder ein schönes Graffiti. Naja, das heißt schön. Ich hätte lieber hier noch die Einrichtung zum Film gehabt und nichts zerstört, aber naja. Geht's jetzt hier auch wieder so ein langer Raum, Gang. Wieder ein Gang mit Zimmern ohne Ende. Sind da bestimmt auch wieder irgendwelche, ich denke auch wieder Zimmer von den Bewohnern. Und die sehen auch alle gleich aus. Gleicher Aufbau. Weil diese kurz die fließende Ecke, mit wo mein Waschbecken anscheinend hängt. Ja, hier hinten ist dann auch wieder ein Ausgang links und hier rechts ist dann ein Zimmer, wo wir müssen wieder vorziehen. Das ist direkt an der Straße. Ich gehe lieber wieder etwas tiefer hinein. Kein Bock hört nochmal die Polizei auf meinen Zaun. So, dann gucken wir mal, was hier rechts war. Und hier sind offen noch die Scherben getappt. Das sieht irgendwie nach Duschen und auch ein Klo aus. Ja, es ist bestimmt so ein Allgemeinbad für jeder Gang. Also jeder Gang, hier sieht in dem Zimmer, wird so ein Allgemeinbad dran haben. Und das ist dann halt das für den Gang. Aber hier ist nur eine Dusche drin. Aber ich weiß nicht, ja gut, man muss auch davon ausgehen, dass hier die Senioren auch in Rollstuhl unterwegs sind. Ich glaube, die Tür ist auch etwas größer als normal. Es kann schon sein, dass sie extra breit sind für Rollstühle. So, jetzt gehe ich mal diesen Gang zurück. Hier waren wir ja schon mal, wo ich ja dann gerade raus bin zum Garten, zum Innenhofgarten, der immer noch wunderschön ist. Ein bisschen Überblick verloren. Oben ist wieder eine Tür, die noch ganz ist, die Scheibe. Ich glaube, hier rechts war ich noch nicht drin, hier hatte ich nur reingefilmt. Da scheint auch wieder eine Dusche zu sein. Da sind hier wieder Gänge mit Zimmer, da ist eine Tür. Dann glaube ich, oder ich denke mal, dass ich jetzt unten überall war. Da vorne war ich nämlich auch schon. Das ist dieser andere große Raum. Dann muss ich jetzt mal die Treppe finden, weil dann gehe ich jetzt nochmal nach oben in den zweiten Stock. Wo war denn die? Ich glaube, die war irgendwo hier hin. Oh, hier geht es auch noch nach unten in den Keller, aber das mache ich später. Ich gehe jetzt erstmal, genau, hier war das. Ey, das ist ja, da steht auch Wohnbereich nach oben. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Ist aber schon leicht verwohnt hier. Ja, im zweiten Stock war ich ja erst schon, wie gerade schon gesagt, aber ich will mich da nochmal von oben gucken und das wäre der Fahrstuhl. Hier haben wir dann auch wieder den Innenhof, also aber nicht den Innenhof direkt, aber den Außenhof. Das sind dann unten die Gänge, wo wir gerade waren. Dort waren die ganzen Zimmer. Da geht es dann hoch in den dritten Stock noch, aber wir machen jetzt erstmal hier den zweiten Stock abhaken. Wir tun den zweiten Stock abhaken suchen. Das ganze Geröll wieder, ist ja wieder wie eine Klettertür. So, hier hinten war dieser Raum, der gebrannt hat. Man riecht, er stinkt hier verbrannt ohne Ende. Ich weiß immer noch nicht, warum immer alles angezündet werden muss. Warum machen wir das? Warum? So, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich weiß, da war nicht mehr viel zu sehen. Und da waren wir ja eh schon. Da ist wieder der Fahrstuhl. Mal für mich nochmal nach außen. Und Alter, hier oben sind die Räume viel größer und die haben einen riesen Balkon. Zeige ich euch gleich, aber erstmal ist hier nochmal ein Wintergarten, der in den Innenhof zeigt. Da ist dann die Treppe, die wir im Innenhof sehen. Da kommen dann der nach unten in den Innenhof. Und jetzt versuche ich
ich jetzt mal hier so einen Raum zu füllen, weil da ist genau die Straße davor und da sind auch Häuser. Also. Das ist so ein Scheiß, aber ich guck mal. Das ist ein Riesenraum, da haben wir Glasfront und dann Riesenbalkons außen lang. Also ich glaube, die oben gewohnt hatten, die hatten dann mehr Geld. Und waren dann die Rentner mit wenig Geld und die Oma wohl die Rentner mit dem vielen Geld gewohnt. Jeder Raum hier rechts ist so. Mit einem riesen Balkon. Die riesen Glasfronten. Da. Guckt euch die Badewanne an. Das ist noch so ein geiles Teil. Aber die ist ja noch krasser. Die sieht aus wie so, keine Ahnung, wie eine Badewanne mit einem Gabelstapler gekreuzt. Diesen Flurförderstapler, wenn ihr mal wisst, was ich meine. Auf jeden Fall war die bestimmt teuer. Jetzt wieder auf den Weg nach unten. Ich habe jetzt hier mitgekriegt, dass hier noch ein paar andere unterwegs sind, scheinbar. Mal gucken, nicht, dass es doch schon die Polizei ist. Das würde jetzt auch noch fehlen zum zweiten Mal. Nach der Enttäuschung bei den anderen Lost Case. Ja, hier. Jetzt bin ich unten in den Keller und ja, ihr habt jetzt hier auch schon, wie ihr seht, die Taschenlampe, weil ich habe jetzt hier die anderen beiden, die jetzt hier noch sind, entdeckt. Übrigens, die anderen beiden sind auch richtig toll, wir haben jetzt ein bisschen gequatscht gerade, also nicht schlecht, sind auch natürlich die dasselbe Hobby wie ich hier ausleben und auch nur hier neugierig sind, also nicht die Leute, die alles zerstören oder zerschlagen, sind auch so ein paar Urbex-Fans. Nochmal der Innenhof und dann dieser Bereich von dem Keller, den ich auch gerade von unten gefilmt hatte, wo ich bei den anderen beiden stand. Wunderschön, der Innenhof. Guckt euch das an. Ich muss ihn einfach jetzt nochmal filmen. Tut mir leid. Ja, und hier ist diese Treppe, die ich halt oben gerade gefilmt hatte, im dritten Stock, die da aus diesem Wintergarten. Wo man dann halt runterkommt, den jeweiligen Stock. Ja, dafür müssten die Leute aber auch fit sein. Also die mit dem Gehhilfe sind dann wohl mit dem Fahrstuhl vorne gefahren, weil hier sind die nicht runtergekommen. Ja, da steht noch irgendwie ein Schild. Das ist dann nochmal dieser Gang, die ganzen Zimmer von außen, wo ich lang gekommen bin. So, dann gehen wir hier wieder in diesen anderen Gang rein, aber ich muss jetzt noch mal kurz nach ganz oben, weil mir ist da was aufgefallen, dass ich da was vergessen habe zu filmen. Da war irgendwie wie eine Leiter auf dem Dachboden oder so. Das sind die beiden Wintergarten, zweiter Stock und dritter Stock, wo wir drin standen. So, jetzt noch mal kurz schnell nach oben diese Leiter filmen, genau die. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ich werde jetzt natürlich diese Leiter auch noch mal kurz nach oben gehen. Mal sehen, was wir da sehen. Oh, hier ist die Stufe, da kommt jetzt fast noch so was. Okay. Ah, hier ist das Dach. Ja, gut. Da werde ich jetzt aber nicht hochgehen, weil dann bin ich ja wirklich auf dem Präsentierteller und die sehen mich alle, von allen Seiten. Ja, das muss jetzt erstmal so reichen mit dem Film. Aber dann war es das auch schon mit dem Video. So, dann hoffe ich ja mal, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich euch vorschlagen, drückt ihr auf Gefällt mir. Abonniert auch meinen Kanal, vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, dann kriegt ihr auch gleich die neuesten Videos von mir mit.
Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Und ja, das nächste Wochenende, was jetzt kommt, da bin ich 3 Nächte in Hannover unterwegs. Bedeutet für euch, dass es wohl 3 Videos geben wird, denn ich möchte 2 Tage dafür nutzen, die Lost Places abzuklappern. Das heißt, ich werde den einen Tag ein Video machen. Kommt darauf an, wie viele Lost Places ich da jetzt abklappe, aber ich denke mal einen Tag ein Video. Dann halt den zweiten Tag ein Video und am dritten Tag, das ist dann der Samstag, da bin ich dann in Hannover bei den PS Days. Das ist halt so ein Automesse mit der XSK Night verbunden und auch da werde ich ein Video drehen. Das heißt dann natürlich, dass ich dann natürlich wieder 2 Arten von Videos habe. Einmal für die Leute, für die Lost Place Fans bei euch und einmal für die Autofans. Also ist dann wohl beim nächsten Mal für jeden wieder was abgedeckt, weil ja, ihr habt das schon mitgekriegt, meine Videos sind ja immer sehr vielfältig. Ja, und ja, ansonsten war es das erstmal für das heutige Video und wie gesagt, gefällt mir klicken, Kanal abonnieren, auf die Glocke klicken, einen Kommentar schreiben und wir sehen uns dann in Hannover. Bis dann!